Und habe ich dann doch irgendwie für gut befunden, weil das Spiel mir an sich halt wenig gesagt hat, was ich da machen kann. Ich kann verspotten. Drücken Sie Back, um einen Gegner zu verspotten. Seien Sie gewarnt, dies hat je nach Gegner unterschiedliche Auswirkungen. Okay. Ja, merke ich jetzt bisher noch nicht wirklich was von, aber ich finde es cool, dass wir sowas können. Immerhin sind wir möchte gerne Dante-Abklatsch, ja? Da kann man auch mal einen Gegner verspotten. Bisher ist ja in den Luftkämpfen halt wirklich so fast das Beste. So. Okay. Atomic. Ja. Übertreiben Sie es doch gleich. Ich bin atomar verseucht. Das war's aber auch schon. So. Okay. Da oben ist irgendwas. Achso, es sind hier. Sind das? Das sind die Dinger. Ah. Ohne, dass ich hier so eine Plattform habe, von der aus ich das machen soll. Okay. So. Ein großer Lebensstein und hier sollen wir 5000 Mal gegenschlagen, ja? Die ist nicht begeistert. Oder aber ich muss halt noch mehr draufschlagen. Ja, da kommen ja auch so komischen Blitze da, wenn ich dagegen schlage. Okay. Frage ist halt, wie lange muss ich dagegen schlagen? Teil einer blauen Kugel. Blaue Fragmente kristallisierter Lebenskraft. Vier davon bilden einen ganzen Stein. Yay. Boah, hat das lange gedauert. Okay, Götterstatue. Durch den Tausch roter Kugeln oder stolzer Seelen erhalten Sie neue Objekte und Fähigkeiten. Da gucken wir auch gleich erstmal hin. Eine unheilvolle Kraft befindet sich in dieser mysteriösen Statue. Wenn ihr das Blut eines Dämons geopfert wird, wird eine unglaubliche Kraft freigesetzt. Sehr schön. Aufwerten. Die Red Queen. Da können wir weitere Kombos halt hinzufügen. Okay. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Die Blue Rose ist wahrscheinlich hier meine Knarre. Ja. Fähigkeiten. Table Hopper. Ah ja. Hm. Mehr Kugeln holen. Der Bereich. Achso. Hm. Ja, Hike. Dann kann ich einen Doppelsprung machen. Klingt ja auch schon mal nicht verkehrt. Da kann ich dann Gegner als Dingens benutzen. Was? Speed. Wenn sie weiter in dieselbe Richtung drücken, erhöht sich ihre Laufgeschwindigkeit. Sehr wichtig, finde ich das. Okay. Okay. Und dann werden auch die anderen Fähigkeiten teurer. Ah, dafür brauche ich die stolzen Seelen. Ah. Das kann ich hier mit meinen roten machen. Aber gut. Optimieren. Ausgewogen. Nein. Anfänger. Statten Sie Ihre Figur mit einer effektiven Technik aus, die auch einen Anfänger leicht handhabt. Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. RB und der Link liegt nach vorne und Y. Ja. Ja, okay. Hast du das auch für Stolz? Was kann ich denn für rote Seelen hier kaufen? Das ist all das, was ich jetzt derzeit kann, ja? Nee, doch. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich blick nicht mehr durch. Aber ich kann auch, sag schon.
Sachen wieder zurücknehmen. Das finde ich ja auch nicht verkehrt. Objekte kann ich wahrscheinlich für rote Dinger kaufen, ne? Sieht wohl so aus. Blaue Kugeln zum Beispiel. Gut, maximale Lebenskraft hier oben. Nehmen wir einfach mal. Okay. Gut. So viel dazu. Wo sind wir jetzt hier? Warum sind wir hier? Let me guess. More demons. Aber netter. Bad for the complexion. I burn easily. Never tan. When I came to this world 2,000 years ago, there was no such human as the likes of you. Wanna make it another 2,000? Fire! Stellen Sie sich mal nicht so an, ja? Ich meine ja nur. Oh Gott. Der macht aber schöne Bewegungen. Ups. Okay. Können wir wieder hier mal ein Schwert aufladen. Das sieht gut aus. Wir haben ihm Schaden zugefügt. Und das gar nicht wenig. Wow, 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 wow. Kacke. Aber wir haben anscheinend diese komische Direktangriff-Attacke da tatsächlich gemeistert. Also das funktioniert. Nach vorne, RB und Y. Okay, so nicht. Hey. Bin ich mal wieder dran, ne? Ich dachte, ich bin wieder dran. Das hat er nicht so ganz verstanden. Aua! Das hat aber eben besser funktioniert. Und ich hätte gerne was zum Heilen. Aber ich glaube, sowas kriege ich jetzt nicht mehr. Und das war's für dich, mein Kleiner. So ein netter Dämon. Don't ask. Damn thing drives me crazy, though. Just like he was. And he would be...
Wer räumt jetzt auf? Ich frage nur. Naja, was soll's. Wir können auf jeden Fall weiter. Sofern wir jetzt hier nicht noch irgendwie was haben. Was ist eigentlich aus der schnellen Rennfähigkeit geworden? Das funktioniert ja auch irgendwie so gar nicht. Oder ich hab das nicht mehr. Devil Bringer ist. Ach, das ist das Ding. Ah, okay. Habe ich nicht mehr. Okay. Wahrscheinlich durch den Erwerb von dieser Anfängerfähigkeit. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ein unzerstörbarer Laster. Dinge gibt's heutzutage. Der Wahnsinn. So. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Na, immer mit dem B-Rang. Das ist schon mal, das ist kein D-Rang. Ja. Und gibt keine besonderen Super-Seelen. Schade. Hätte ich eigentlich gut gebrauchen können für weitere Fähigkeiten. Aber hey. Man kann nicht alles haben, ne? Der weiße Flügel. Durchsuchen Sie Schloss Fortuna. Ja. Ich gehe mal kurz ins Missionsmenü. Ich glaube, das ist hier verkehrt. Aber egal. Spieloption. Ich will einfach mal austesten. Wenn ich das jetzt hier auf automatisch ändere. Inwieweit sich halt so das Kämpfen halt ändert. Wahrscheinlich jetzt noch so gar nicht, weil ich gar keine Kombo-Möglichkeiten habe. Aber wir testen es dennoch aus. So. Dann machen wir mal weiter. Bestimmt super. Wir sind in irgendwelchen Minen. Das ist ja toll. Das hat mir gewünscht. Nicht. Aber bislang ändert sich nichts, außer halt, dass halt hier die Deadly-Punkte da halt wesentlich schneller erscheinen. Oh, guck mal. Sehr schön. Oh. Also die Stilpunkte kommen halt tatsächlich häufiger. Oder irgendwie schneller erreicht. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und das ist, glaube ich, in Verbindung mit den Super-Duper-Seelen, die wir da brauchen, gar nicht mal so verkehrt. Den hier brauche ich. Ja, okay. So? Ist das so gewollt? Ich weiß nicht. Bin skeptisch. Hier geht's ja noch weiter. Aber dann hört's auch auf. Okay. Guten Tag. Steh's noch auf. Lassen wir. Okay.
Ja, dann können wir schon weiter. Wenn die sterben wollen, ja, dann bitte. So, hinten geht's irgendwo durch. Plötzlich im Schnee. Da hinten geht's auch irgendwo hin. Ein paar rote Kristalle sind ein paar rote Kristalle. Haben oder nicht haben. Ne? So, ein schöner Mond. Ein schönes Schloss im Hintergrund. Das gehört bestimmt nicht Dracula. Stellt er mich auf den Boden.